Maske, dass man die Mist jetzt da auf geht zum Sichlernest. Ja, Mann. Wir spekulieren, dass nächste Generation sich noch gut zu Pokémon wird. Schauen wir mal, ob es sich bewahrheiten wird. Aber, wie gesagt, einer ist meiner Lieblings-Pokémon damals gewesen. Ich wäre so oder so hingegangen. Vielleicht ist es für euch auch interessant, dass wir heute filmen. Ja, vielleicht gibt es auch Leute wie mich, die sich da einfach cool finden und zwei, drei Stück haben möchten. Also ich denke mal, an einem Tag kriegt man das mit Bonbons zusammen. Solange gebe ich ein sehr, sehr gutes Nest. Auf jeden Fall. Und das waren auch richtig viele Galaxus irgendwie. Keine Ahnung wieso. Schauen wir mal, ob wir das Glück haben und heute auch eins erwischen. Heute ist übrigens auch der erste Tag von Tatis Ferien, Urlaub. Ihr wisst, was das heißt. Tut mir leid, Tati. Tut mir leid, Tati. Es kann sein, dass du nach der Ferien wieder Platz 3 wirst. Ja? Aber keine Sorge, du bist noch weit vor Bargisch. Ja, Mann. Apropos Bargisch, der ist gerade im Ostpark. Man kann es ihm nicht verübeln. Manchmal muss man Einzelgänger machen, damit man wieder einholen kann. Zuerst Ostpark, wir gehen Westpark. Der typische Kampf East Coast gegen West Coast. Wir kommen zu dem dritten, vierten dunklen Park, in den wir gehen. Erstes Sichtloch direkt am Eingang. WP, weiß ich jetzt nicht, ob das gut ist. Müsste ich da mal schauen. Oh mein Gott, der Curveball war richtig schlecht geworfen. Keine Angst, du schneidest schon los. Oder oh nicht. Mein Gott. Okay, schauen wir mal. Also ich glaube, BD Superball sollte in Ordnung sein. Schauen wir. Okay. Kriegt halt noch eine Beere. Sicher. Okay, das ist richtig aggressiv. Da werde ich auf jeden Fall mal die Avis gleich checken. Okay, da sind zwei schon. Bisschen weiter links bin ich aber schon. Okay, das ist leider nicht gut. Und die WP sind niedrig, also es müsste... Ich schätze mal, es geht auf 1 ab. Das nächste. Okay, das ist schwach von der WP. Ich weiß nicht, ob ich so überheblich sein darf und einfach nur einen Pokéball werfen soll. Probieren wir es mal. Ich kann es bei sich leider noch nicht abschätzen. Okay, es hat gereicht. Hat gereicht? Ja. Wie viel hatte der überhaupt? 506. Okay. Die mir gerade eine Arena entdeckt, in der er umsonst reinsetzen kann. Ja. 7er. Echt unverdient. Ja, aber hier 700, 500 und 855 sind die ersten drei. Danach 1,3, 1,5 und dann kommen die, dann komme ich und das Aquana. Das ist gut. Ja, also richtig traurig eigentlich. Mein Gott. Boah, 1,973, Mann. Das ist saftig. Der ist echt fett. Also, ich schätze mal, der ist fast voll. Oh mein Gott. Okay, er ist gleich rein. Jetzt schauen wir uns mal die IVs an. Ist halt, es wäre halt echt schade, oder? Okay, ist echt fast voll. Es wäre schade, wenn er echt schlechte IVs hat. Okay, zweitbeste. Angriff hat. Ja. Ah, es geht. Ich müsste es mal ausrechnen lassen. Ich behalte es erstmal. Das ist. Schwierige Auswahl. Zwei Sichlos, ein Kapador. Eigentlich Kapador wichtiger für X-Medaille. Ne, der war nicht. Okay. Oder? Weiß ich gar nicht. Oh mein Gott. Schau du da mal hin. Aber egal. Das hier ist viel wichtiger. Viel, viel wichtiger. Oh mein Gott, wo ist der? Ja, auch da. Irgendwo ein bisschen weiter. Ach. Ja, Mann, der ist echt wichtig. Inzwischen habe ich auch Interesse, die Medaille voll zu machen. Oh mein Gott, hörst du, Bargisch? Hörst du, Tatis?
Es ist gleich 18 Uhr, also ich glaube, dass es um 18 Uhr anfängt, das Event. Ihr habt es gesehen, ich habe letztens mit Bargisch drüber geredet. Wir waren live auf Tour, als es angekündigt wurde. Hoffentlich kriegen wir unseren ersten Inkubator umsonst. Dann kaufe ich ein paar Inkubatoren noch und dann 10er Eye-Action. Dimi hat auch welche an. Er hofft sich Kickli und Ergodactyl. Wenn er die kriegt, dann ist der Pokédex voll. Oh, ja. Und hier ist ein Sichler. Ja. Bargisch hat gerade geschrieben, es gibt irgendwas Neues im Shop. Er hat wohl nichts zu tun im Ostpark. Ganz alleine dort. Okay, hier ist noch ein Sichler. Erstmal die Sichlers abchecken. Zu viele Sichlers. Also der Pack hier geht ends up, man. Dimi will so 200 Sichlerbonbons, aka 50 Sichlers heute fangen. Ja, ich glaube, wir machen sogar mehr. Okay, Mann. Wir werden es sehen. Ich fange jetzt das Sichler und dann checken wir mal den Shop ab. Was ist los? 1,5. Es gibt drei Boxen. 250, 550 und 1,5. Warte mal, ich muss gleich schauen. Oh mein Gott. 1,5 kann ich mir nicht mal leisten. Das kann sich nur Tati leisten. Mit seinen 10.000 Münzen. Lass mal sehen. Oh, jetzt erhältlich. Lass uns gleich ausbezahlen. Okay, ich habe auch nur 1.000, weil ich habe wieder gekauft. Was ist Spezialbox? Kauf die 550 Box, Dimi. Dann kaufe ich die 1,5 Box in 2 Tagen. Ja, aber was ist denn drin? Ja, das ist die Frage. Komm, YOLO fürs Video, Mann. Soll ich kaufen fürs Video? Ja, Mann, 550. Und die 250 könnte ich noch kaufen. Ja, okay, dann kauf zuerst 250. Oh mein Gott, ich wette, das ist böse Minus. Achso, man sieht es. Achso, man sieht es schon. Oh mein Gott. Okay, ich dachte, das ist eine Überraschung. Okay. Und das ist? Ii. 20 Superbälle, 2 Rauch, 1 Brutmaschine. Und das ist? Also, nicht so besonders, ganz ehrlich, Mann. Okay, und das andere hier? 2 Rauch, 4. Also das lohnt sich mehr, finde ich. 4 Inkubatoren. Weil hier sind die 4 Inkubatoren billiger als normal. 300, 600, ja. Und dann kriegst du ein paar Superbälle umsonst und ja. Rauch. Das kaufe ich mir sofort. Das kaufe ich mir auch, weil ich hab eh gespart für Inkubatoren. Ja, das kaufe ich mir. Aber warte, ich drehe erstmal einen Stop. Vielleicht kriegt man jetzt schon das Ding, den Stimmt. Inkubator umsonst. Genau, gehen wir mal zu dem Stop, weil ich... Nee, ich habe gerade gedreht, also den Inkubator umsonst gibt es noch nicht. Aber das Besondere, das Neue... Im Shop. Das gönne ich mir jetzt zweimal. Zweimal, dann habe ich genau 8 Inkubatoren. Das reicht. Bisschen Plus noch gemacht. Also wir hatten es ja schon erahnt und deswegen auch gespart und noch nicht die Inkubatoren gekauft, weil wir schon sowas gedacht hatten. Und hier nochmal das zweite Mal. Und jetzt. Okay, vor allem jetzt, wo ich am Limit mit den Bällen bin, kommen die 20 Bälle echt. Oh mein Gott, Mann. Und jetzt warte, ich steck die noch in die Eier. Oh yes, oh yes, oh yes. So fühlt sich Tati also. Jeden Tag. Jeden Tag. Oh yes, oh yes, oh yes. Und das letzte. Die Action kann losgehen. Nicht? 31 WP Sichler entdeckt. Dimi will, dass es 100% hat. Nein, Mann, so ein Scheiß. Aber trotzdem. Dann nehme ich gleich noch eins. Trotzdem kriegt ihr erstmal einen Superball von mir. Wir haben ja jetzt mehr Superbälle bekommen. Als kleiner Bonus. Die erste Box, theoretisch besser. Aber für 50 zwei Düfte. Also jetzt halt 50 mehr und kriegt zwei Düfte mit der zweiten Box. Also Rauch heißt es, glaube ich. Aber ja, Rauch. Rauch. Ich habe noch was damit vor. Wir werden es sehen dann für die Videos. Aber ansonsten die erste. Wenn du nur auf Inkubatoren scharfst seid natürlich. Ansonsten, wenn ihr echt noch Rauch wollt, ist die dritte Box halt wirklich die beste. 25. Okay, wer braucht so viel Rauch? So viel Rauch braucht man aber nicht. Ja, aber wenn jemand benutzt regelmäßig, weiß er nicht. Es gibt ja Spieler, die haben während dem, wo XP und Sternschlag doppelt war, haben die auch ständig Glücksei und Rauch gleichzeitig gezündet. Oha, okay. Ja, du weißt ja wer. Dimi leidet, hat kaum Bälle und das Sichler macht Faxen. Er trifft nicht, springt immer wieder raus. Wir wissen eh, Dimi hat Probleme mit den Bällen. Er ist immer am Limit, kaum Bälle.
Beere, das ist die dritte Beere und der dritte Überball. Okay, endlich. Okay, jetzt schauen wir uns mal die Avis an. Es ist wirklich hoch. Auch wieder fast voll wie das 1,9er. Wenn es diesmal 80% mindestens hat. Okay, es ist schlecht. Traurig. Es ist schlecht. Echt traurig. Oh, ein Ei. Hoffentlich Togepi natürlich. Oh mein Gott, Mankey. Aber egal, Platz für neue jetzt. Jetzt müssen die theoretisch öfter kommen, die Baby-Pokémon. Schauen wir mal. Also wir haben gerade gelesen, was mit den Boxen abgeht. Die gehen, starten ab heute, eine Woche lang. Gibt es halt diese drei Boxen. Die kleine, die mittlere und die große. Die große halt mit diesen Unmengen von Rauch. Und danach, für drei Tage aber nur, oder vier, gibt es Gold, also Bronze, Gold und Silber. Also Bronze, Silber und Gold Boxen. Aber was die können, das weiß man noch nicht. Schauen wir mal, wir müssen jetzt wieder sparen. Wir sind wieder am Limit. Ja, wieder am Limit. Aber wir machen eh unsere 10 Arenen am Tag. Das heißt, das bis dahin 500, 600 Münzen. Also für Silber müsste das auf jeden Fall reichen. Gold ist eh nur, kommt eh nur für Tati in Frage. Ja. Schauen wir mal, ich bin gespannt. Demi leidet, ihr wisst, Demi ist der Meister des Leidens. Es ist ein 100% overgespawnt und daneben gleich ein Galaxo. Am Kolumbusplatz. Und zufällig wohnt er am Kolumbusplatz. Und jetzt sind wir gerade am Sichlordest. So ist es. Traurige Sache, aber gut, kann man nichts machen. Aber es lohnt sich auf jeden Fall. Oh mein Gott, 100%ige Sachen gibt es immer wieder. Aber bitte, es ist trotzdem. Ich kann es leider nicht leugnen. Ich habe euch gerade erzählt, wie Demi Meister des Leidens ist. Also da waren gerade drei Sepas auf dem Weg. Eins hatte 10 und zwei hatten über 700. Er hat eins gefangen von den über 700, das war aber schlecht. Und ich habe alle drei gefangen und das andere über 700, das war gut. Und das hat er nicht und das sucht er jetzt gerade. Hast du es, Demi? Oh mein Gott. Demis Leiden Teil 3. Oh mein Gott. Wir haben gerade Eier überprüft, also. Oh Gott, 630er Sichlor. Oh mein Gott, das ist mir geflohen, Gott. Ich habe keinen Respekt gezeigt. Und ich zeige auch keinen. Ich hab einfach Ball geworfen, er ist direkt abgehauen. Bei mir bleibt's. Oh mein Gott. Egal, zurück zu Demis Leiden. Also, wir haben die Eier überprüft. Ich brauche nur noch 4, also ich habe schon 4,8. Wir haben die gerade erst reingelegt. Und wir gehen die gleiche Strecke. Ja, zu derselben Zeit hat er seine 5er reingelegt. Er hat erst, wie viel hast du? 1,2. 1,2, während ich 4,8 Kilometer schon habe. Wir haben uns schon gewundert, wieso er so wenig gelaufen ist. Und die Laufmedaille noch nicht hat. Also... Man weiß nicht, was er hat. Ja, keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Okay, wie leid er das gesagt hat. Ja, keine Ahnung, wir laufen halt die ganze Zeit die gleiche Strecke, weißt du, wie ich meine? Ja, Mann. Egal, es geht um den Spaß, Barisch, ich leide dich. Noch ein Sichlo, wieder 600. Ich weiß nicht, ob ich ihm diesmal Respekt zeigen soll. Dem hat ihm gerade keinen Respekt gezeigt, und beiden es, nicht. Und es hat geklappt. Okay, ich probiere es noch einmal, Risiko. Großartig. Oh, yes. Ah. Man darf seinen Gegner nie Respekt zeigen. Okay, was ich die ganze Zeit nicht gefilmt habe, ist, dass hier auch krass viele Pikachus kommen. Das ist, glaube ich, das vierte oder fünfte Pikachu schon. Also für mich lohnt sich das auf jeden Fall. Ihr wisst, Pikachu-Medaille. Also wir haben gerade zwei, drei Pikachus gefangen. Ich habe gerade darüber geredet, es ist noch eins erschienen. Also scheiß auf die Sichtlos, Mann. Okay, eigentlich nicht, aber... Oh mein Gott. Ich dachte, du bist jetzt krasser Medaillenjäger geworden. Bin ich auch, aber Sichtlos ist halt Arena. Ich bin Arena-Meister, Priorität 1, Mann. Und Sichtlos wird für die Arena, glaub mir. Also, er ist over in der Nähe, oh mein Gott, das holen wir uns. Ich chill gerade hier mit Demi, Westpark. Wir sammeln ein paar Sichtlos. Das ist da draußen. Ja. Und dann schreibt Tati auf einmal so in die Gruppe, Jungs, ich bin ab morgen wieder in München, Urlaub abgebrochen. Er hat schon gehört, dass Demi lauert. Platz 2 war in Gefahr, das konnte Tati nicht zulassen. Hier links ist es. Ja. Noch ein Pikachu, also ich kann mich echt nicht beklagen. Selbst bei 71, ihr wisst, Berge Hyperball. Ihr seht, es wird noch eins angezeigt. Also, möglicherweise werde ich die nächsten drei Tage hier sein, bis zum Nestwechsel.
Achso, ich weiß wieso. Warum? Pikachu wird auch erhöht. Ah, okay. Ja, ja, voll vergessen. Pikachu wird auch erhöht wegen Ding. Wegen dem Event, wegen dem Special. Haben die ja gesagt, der kommt auch erhöht. Aber das müsste eigentlich heißen, dass die Inkubatoren, also der Freie, umsonst auch kommt. Oder habe ich das verpasst? Du hast ihn auch noch nicht bekommen, oder? Ich schau gerade bei meinen Items. Portugal, bitte nochmal für die Kamera. Ich habe zwei Bälle und diese zwei sehe ich los. Okay, schauen wir mal. Getroffen, das ist schon mal ein guter Anfang. Oh, drin. Oh, okay. Die Chancen stehen gut. Ein Sichlo, ein Ball. Boah, über 80%. Verteidigung. Verteidigung 15. Kann man auch behalten. Okay, Pikachu hat mein Leben genommen, Mann. Es hat 6 Bälle gefressen und es ist da nicht reingegangen. Okay, wieder ein Ball, ein Sichlo. Und diesmal nur ein Pokéball. Okay. Es ladet. Okay, lassen wir es nochmal angreifen. Komm, mach deinen Angriff. Jawohl. Großartiger Wurf. Okay. Oh mein Gott. Ja. Okay, ich check mal die AVs von dem, das Team hier gerade nicht gefangen hat. Nicht fangen konnte. Wie fährt er das? 1-3. Okay. Ah ne, dritte nur. Kein. Okay. Nichts verloren hier. Okay. Oh mein Gott. Ich schlüpfe jetzt 14 Kilometer bei mir. Für den Pokédex hoffe ich mir natürlich noch die letzten zwei, die mir fehlen, Kikli oder Aerodactyl. Ansonsten wäre halt gut, Dratini, Relaxo, Lapras, Standard halt. Aber bitte kein Pinsir oder Rosana. Ja, wenn dann... Oh, das ist gut. Ja. Gut, dass wir gerade beim Sichlonest sind. Ja, so ist es. Oh mein Gott. Das ist nicht mal Magby, Mann. Kikli! Oh mein Gott! Die Line von Dimital 7, Mann, heute. Okay. Also das ist wirklich Line und das schicke ich gleich mal weg. Das schlecht ist. Okay, das ist mein letztes Ei. Meine letzte Hoffnung. Ein gutes wenigstens, wenn es schon nicht... Komm, Aerodactyl muss sein. Okay, zwei Sichlor, zwei Magma. Wie bitter ist das denn bitte? Und das ist. Währenddessen fange ich zwei Pikachus. Ich bin schon echt traurig. Ja, da ist auch Pikachu für ihn. Ein kleiner Trost, falls er ihn kriegt. Er hat keine Bälle mehr. Oh mein Gott. Okay, ich versuche das Sichlor anzuklicken. Ich klicke immer auf den Stop. Okay, ich habe nur noch einen Ball. Alter, was ist das, Mann? Das ist scheiß Sichlor, Leute. Oh mein Gott. Ja, endlich. Oh mein Gott, das geht los. Meine waren leider enttäuschend. Ich wünsche, ehrlich gesagt, ich wünsche auch schon viel Glück, Mann. Wenn meine schon so scheiße waren. Ja, Heide. Aber er hat bessere Chancen, er hat halt 8 Stück. Okay, das erste. Ein neues. Ein neues, okay, das ist schon krass. Oh yes. Was ist es? Elekid. Ernst gut, Mann. Oder nicht? Doch, doch, ja. Für mich super saftig. Oh mein Gott. Okay. Eine Ironie, Mann. Okay, das ist nicht so toll. Und? Oh mein Gott. Okay. Es wird wieder ein bisschen leidend. Okay, 3 von 8. Du hast noch 5. Oh mein Gott, ich kenne ihn auch, Mann. Oh mein Gott, ich kenne ihn auch. Oh mein Gott. Okay, das waren 5 von 8, noch 3. Ja, okay, ich habe gesagt, 2 werden gescheit sein.
Oh mein Gott, wieso kommt er nicht bei mir, Alter, Mann? Oh mein Gott. Okay, Hong bringt halt gar nichts, Mann. Ein Trattini, Mann. Ja, okay, das ist gut. Auch wenn wir gestern beim Onyx Nest waren. Das letzte, komm, ein Trattini. Okay, wenn jetzt echt nichts Relaxo oder Lapras kommt, echt Enttäuschung, Mann. Oh mein Gott, das brauche ich auch, Alter, Mann. Oh mein Gott, Mann. Das war's von uns. Das war eine leidende Folge. Viele leiden. Am Ende, ihr habt es gesehen, die Eier waren eher enttäuschend. Außer Alec-Kid. Sichtlones ist ein bisschen in den Hintergrund geraten, wegen dem Weihnachtsspecial da mit den Boxen. Darauf gehen wir vielleicht nochmal ein. Also, die neuen Boxen wurden auch angekündigt. Aber da sind anscheinend Glückseier und Module drin und sowas. Schauen wir mal, wie wir das machen. Also, ich glaube, ich bin immer noch an den ersten interessiert, also an den Inkubatoren eher. Der Rest, Glückseier und so, interessiert mich eher nicht. Sichtlones, ihr könnt es hier sehen. Ups. Sehr, sehr viele haben wir gefangen. Also sehr, sehr viele. Da lohnt es sich auf jeden Fall noch hinzugehen, falls ihr Bonbons braucht für zweite Generation Sharebox. Ansonsten schreibt unten rein, wie ihr die Boxen findet. Und das Weihnachtsevent insgesamt. Wir gehen jetzt noch ein paar Pikachus fangen. Die Medaille wird auf jeden Fall noch Gold. Sonst wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt unsere anderen Videos ab. Checkt unsere Facebook-Seite ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.